Die wichtigsten Punkte der neuen Patch Notes. Haben wir endlich Waffenskins in Escape from Tarkov? Little Bait. Der nächste große Streamer kassiert einen 60-Tage-Bann und verpasst nicht den Clip des Tages. Alle Infos nur hier bei mir. Und damit, ciao ragazzi, was geht euer Scooby am Start? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tarkov-Journals. Ein neuer Patch ist endlich da. 0.13.03. Endlich scheinen die Invisible Player und Bots in Escape from Tarkov behoben zu sein. Sehr, sehr wichtiger Hotfix. Des Weiteren könnt ihr jetzt wieder Binaural Audio anstellen, denn es frisst keine FPS mehr. Sonst gab es noch ein paar andere Kleinigkeiten, die behoben wurden. Die ganzen Patch Notes findet ihr natürlich in der Videobeschreibung auf Deutsch. Und eine Quality of Life Änderung ist auf jeden Fall das neue Gruppensystem, das ich richtig chöp-güsel finde. Im neuen Gruppensystem ist man endlich jetzt die ganze Zeit über zusammen in einer Party im Endeffekt, kann man sagen, wie man das aus anderen Multiplayern kennt. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass der Leader komplett alles auswählt, alles fresh und ready macht, während sich der Rest der Gruppe schon mal im Stash ausrüstet und dann einfach eine Einladung kommt, die man nur noch annehmen muss und schon ist man quasi ready to go. Falls man noch nicht fertig ist, kann man ganz beruhigt sich noch ausrüsten und danach die Einladung annehmen. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Des Weiteren gehen jetzt im Offline-Koop-Modus auf gewissen Karten bis zu 20 Leute in die Lobby. Finde ich auch ziemlich stark. Was haltet ihr vom neuen Gruppensystem? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommen wir nun zu etwas, was nicht in den Patch Notes stand. Denn der Dataminer Logical Solutions hat herausgefunden, dass alle Rucksäcke überarbeitet wurden. So schrieb er auf Twitter, dass man sich auf jeden Fall einmal in Offline-Runden anschauen soll, wie die Rucksäcke sich jetzt verhalten. Es fanden Modifikationen statt an Ergo-, Wende- und Mausgeschwindigkeiten. Falls ihr genau wissen möchtet, welche Werte an welchem Rucksack verändert wurden, findet ihr alle Informationen unter tarkovchanges.com. Der Link ist in der Videobeschreibung. Haben wir endlich Skins in Escape from Tarkov? Wahrscheinlich nicht. Es ist nur ein Anzeigefehler. Aber so sieht aktuell die AS-Wahl aus. Wir sehen, der Korpus ist komplett weiß. Ich muss sagen, finde ich gar nicht so unschick. Also, wenn es das als Skin geben würde, würde ich mir die, glaube ich, sogar gönnen. Da ist jetzt die Frage, ist das Ganze gewollt? Ist das vielleicht ein Test, dass sie da im Hintergrund an irgendwas basteln? Aber ich stelle euch die Frage, habt ihr Bock auf Skins? Jetzt mal unabhängig irgendwie, was die kosten würden oder sowas. Seid ihr Skin-Befürworter oder seid ihr eher dagegen? Seid ihr auch, wenn dafür, wirklich realistische Tarnmuster-Skins oder die typischen Hello Kitty-Sachen, sage ich mal. Würde mich brennend interessieren, was ihr von Skins haltet in Escape from Tarkov. Kommen wir nun zu dem nächsten RMT-60-Tagebann. Und zwar hat es den Streamer Quattro Ace erwischt. OGs wissen Bescheid, ist eine absolute Labs-Legende, der schon Ewigkeiten Tarkov zockt. Und jetzt scheint es so, dass einer seiner Viewer ihm eine Black Keycard traden wollte, hat die auf dem Fliehmarkt gestellt. Er hat dieses Angebot angenommen und dann schrieb der Viewer, hey, ich habe diese Keycard übrigens über einen RMT, also einen Real Money Trade Shop für echt Geld erworben. Im folgenden Clip sehen wir, wie er diese Keycard dann instant discarded. Aber einige Stunden später hat er dann trotzdem einen 60-Tagebann bekommen. Die ganze Story hat OnePack auf Twitter gepostet und er sagt auch schon im ersten Satz, dass es Leute geben wird, die einfach versuchen werden, andere Streamer mit diesem 60-Tage-Bann auszudribbeln, damit dann auch andere Streamer gebannt werden. Da sehen wir, die Keycard ist sofort gelöscht, aber 60 Tage Pause hat Battlestate Games ihm trotz allem gegeben. Haltet ihr das für gerechtfertigt oder ist das ein bisschen zu hart? Und heute gibt es auch wieder einen Clip des Tages und zwar hier Tony Nerd heute am Start, der auf Woods unterwegs ist und da wartet, dass der Gegner um die Ecke kommt und der macht einen ziemlich sicken Move. Hat der mich auseinandergenommen? Bist du tot? Ja, aber Alter, hat der mich auseinandergenommen.
Schreibt mir jetzt mal bitte in die Kommentare, hättet ihr diesen Tod reported oder nicht? Drückt jetzt mal ganz kurz auf Stopp und schreibt rein, Tonys Clip, report, nicht report. Ich warte ganz kurz. Und zeig euch jetzt Folgendes. Denn da sehen wir, es war ein Streamer, der ihn gekillt hat. Leider habe ich den Clip aus dem Blickwinkel nicht gefunden. Aber ich glaube schon, dass es legit ist. Und das ist halt einfach das große Problem des Spiels. Mittlerweile durch Desync oder andere Sachen weiß man nicht mal mehr, ob es legit ist oder nicht. Aber krasses Brett, dass sich da Tony eingefangen hat. Das war das heutige Tarkov-Journal, Ragazzi. Und wenn ihr gerne von mir ein Video sehen möchtet, bei dem ich nur kassiere, dann klickt hier, denn eure Meinung ist gefragt. Bin ich in dem Video an Cheatern, Desync oder an eigener Blödheit gestorben? Die Kommentare werde ich dazu noch live im Stream auswerten. Oder ihr zieht euch ein Video von meinem Zweitkanal rein, die Geschichte der Panzerbatterie ohne Rucksack. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.